Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Im letzten Part sind wir beim Gärtnergebäude angelangt und haben sogar einen supermutanten Diefmann gekillt. Und heute werden wir uns in Richtung Mainfield begeben und ich habe jetzt kurz recherchiert, wo wir Dogmeat herbekommen. Da kriegt man ihn vom Schrottplatz. Ein bisschen südöstlich vom Mainfield. Ich habe jetzt hier mal einen Marker gesetzt, dass er so in dem Umkreis müsste er irgendwas sein. Und so wird es jetzt so zu Ziel sein, in Richtung Mainfield zu gehen. Wir werden jetzt hier von der Metro Station Farragut West aus nach Norden gehen. Und hoffentlich treffen wir früher oder später beim Schrottplatz ein, kommen nach Mainfield. Und zu Mainfield werde ich dann gleich dann auch noch näher erklären, wenn wir dann in der Nähe sind. Auf jeden Fall wird es mal unser Ziel sein, so nah wie möglich an Mainfield dran zu kommen, wenn möglich sogar zu erledigen. Da kriegt mir dann auch noch etwas Wertvolleres. Also nicht nur die paar Minen, die dort alle rumlungen und... Ich kann schon mal sagen, also Minefield ist zwar wie ein Minenfeld, aber es ist nicht nur ein Minenfeld. Da kann ich dann euch da mal einen Trick zeigen, wie ihr am besten reinkommt. Wow, Raiders! Ah! Ah! Voll daneben! Ah! 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 Und du kommst her! Habe ich jetzt eine Arzttasche bei mir zufälligerweise? Ja, der verkrüppelte Körper, das habe ich in New Vegas schon mal erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal. Ach so, hier gibt es ja. Seht ihr, man ist so sehr an Hardcore gewöhnt, dass man denkt, man braucht eine Arzttasche. Weil hier ist es noch so, du kannst mit dem Back nämlich die verkrüppelten Körperteile heilen. Das hier und das hier. Ich bin halt zu viel an den Hardcore-Mode aus Fallout New Vegas gewöhnt, dass ich denke, ich brauche hier eine Arzttasche. Was ist jetzt so mit Tippex? Musst du einfach die betroffene Körperregion auswählen, die du gerne heilen möchtest. Und das braucht dir ein Tippex. Ich habe jetzt mal die Stellen genommen, die im schlechten Zustand sind. Mit dieser Schabal auch. Dass das weg sind. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass wir jetzt hier noch gut durchkommen. Also wir haben auf jeden Fall, sind wir wieder ein bisschen gut bewaffnet. Aber halt die Munitionknappheit ist halt immer noch bemerkbar. Aber was will man da machen? Gross. Einfach damit leben und... Wir finden vielleicht noch unterwegs noch irgendwo so ein Munitionslager oder so. Schön wäre es. Die Gebäude in Nähe möchte ich jetzt auch alle zu sehr überprüfen. Sagen wir mal so, wenn jetzt zum Beispiel jetzt Gegner in der Stellung wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass dort noch etwas ist. Aber wenn die Gebäude hier so verlassen sind, kann ich im 9 von 10 Fällen davon ausgehen, dass hier nichts ist. Okay, da drüben ist irgendjemand. Gehen wir mal da durch. Und ich kann mir da vorstellen, also ein paar Orte, die kommen mir auf jeden Fall bekannt vor. Also wenn es so Wackelkopfpuppen geht. Das ist ein Raider? Jetzt geht's los. Ja, es ist ein Raider. Okay, du willst gerne vermöbelt werden? Bitte schön! Bleiben Sie doch mal ruhig!
ein Los. Danke für den Baseballschläger, dann kann ich mal meinen reparieren. So. Was hast du dicht? Ah, ein Krokorker. Auf jeden Fall hat er mir einen guten Dienst erwiesen, der mir einfach den Roboter rumgebracht hat. Ich nicht wollte, wenn das die Bethesda-Ruinen wären. Wohl so weit unten? Was ist hier ein Raider-Lager? Alter, was machen die für Schaden? Ah, Medix. Dann wie es jetzt noch durchkommen wollte. Ich will den Kopf. Macht wohl Schaden! Was? Noch mehr Gefälle! Komm! Nein! Ach! Alter, die macht so viel Damage. Ja, unglaublich. Oh! Okay, da hat jemand noch ein Jagdgewehr. Treffe ich ihn dich? Der wäre erledigt. Wusste es doch. Oh. Die Ruine von Bethesda, das heißt. Denn hier können wir nämlich eine Wackelkopfpuppe abholen. Wenn wir schon hier sind. Dann machen wir doch das. Besser war müssen die weg. Das könnte jetzt ein Problem werden, wenn ich zu da bleibe. Du überlebst nicht mehr. Alter, das ist ein richtiges Schlachtfeld hier. Und da hat noch jemand einen Sniper. Willst du mich ver... Komm her, du feige Sau! Komm! Ah! Treff nicht! Ah! Scheiße! Stirb! Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein verdammt grosses Problem. Okay, der ist nur ein Nahkampf. Hat die Frage, treffe ich ihn von hier aus? Ach du grüne Neune! Da, ich hab noch einen! Kann sein, dass ich ihm anscheinend die Waffe geschossen habe, oder wie? Au! Jetzt nur ein anderer. Oh, das Kampfwesen nehme ich jetzt mal mit. Ah! Ah! Du gibst mir die Sniper her!
Danke. Alter Schwede, also das, also die Ruine hier sind hart umkämpft. Das heißt, damit müssen wir halt mal später kommen. Wir werden jetzt die Ruine hier plündern. Da sieht man, dass Bethesda sogar mal ihr eigenes Hauptquartier sogar eingebaut hat. In Fallout 3. Das wissen wir schon mal, wo die leben. In der Nähe von DC. Aber bevor wir die Gebäude mal untersuchen, werden wir jetzt mal kurz all die Umgebung mal absichern, ob da doch vielleicht noch Munition und sowas rumliegt. Ins Gebäude rein möchte ich jetzt noch nicht. Merkt ihr, wie hardcore das Spiel ist. Auch ohne Hardcore. Ja gut, also im Hardcore wäre ich jetzt nicht hierher gegangen. Da finde ich es auch schade, dass das bei Fallout 4 nicht mehr gibt. Und so Sachen zu Fallout 4. Also einige wünschen sich, dass ich es mal bringe. Aber nur Geduld, also ich bringe es irgendwann mal. Es ist halt nur so, dass ich es dann mal bringe, wenn ich mal Bock habe, also dass das mal... Sagen wir mal so, dass ich das irgendwann mal... Das Projekt mal nehme. Dann nur die Frage, Let's Play oder Livestream? Wahrscheinlich eher Livestream. Aber dass ihr dann auch nicht wundern müsst, wenn ich jetzt zum Beispiel mal... gerade nicht Lust auf das Spiel habe und es mal zwischendurch pausiere. Fallout 4 sind weitaus grösser. Irgendjemand findet mir das Level ab. Ich mag's nicht. Das sagt genau der Richtige. Das sagt genau der Richtige. Miststück. Ja, du auch. Oh, wenn das nicht ein aggressiv... So, gib mir das Level ab. Aber Dali. Dankeschön. So, Dali. Dann nehmen wir mal Dietrich um 5 Höhen. Medizin um 5 Höhen. Reparieren um 5 Höhen. Wissenschaft. Nein. Doch, das kann ich machen. Wissenschaft um 5 Höhen und die letzten 3 Punkte auf kleine Waffen. Sind wir da sehr gut drin, oder? Medizin, das habe ich jetzt einfach nur 5 Punkte gegeben, weil ich jetzt eben für kleine Waffen. Oder was? Also, welche Dings habe ich nochmal Priorität eigentlich geschickt in den letzten Parts? Auf jeden Fall. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall haben wir es jetzt so. Dietrich auf 55, Medizin auf 45, Reparieren auf 50, Wissenschaft auf 50, kleine Waffen auf 55. Und weiter. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Wir könnten Schatzsucher wählen. Und ehrlich gesagt, immer so in Juegas brauchte ich es nicht, aber hier wäre es zum Beispiel sogar nützlich. Sonst sich wohl Härte könnte ich zwar auch nehmen. Nehmen wir zuerst Härte. Mit dem Exo Härte erhalten sie weitere 10% auf ihren gesamten Schatz. Es ist jetzt bis zum Maximum von 85%. Schatzsuche, das könnten wir mit Stufe 7 nehmen. Denn mit Schatzsucht findet man nämlich in den Behältern westlich mehr Nuka-Cola, Kronkorken als sonst. Und ehrlich, in Fallout 3 lohnt es sich. Aber wir nehmen jetzt natürlich zuerst die Härte. Dann sind wir schon mal hier wenig gearscht. Aber jetzt schauen wir mal die Umgebung an, ob wir da noch irgendwas finden. Wo wir die Gebäude mal durchsuchen. Bei jeder einzelnen Munition könnte uns nämlich den Arsch retten. Und ehrlich, unser Arsch war jetzt hier wirklich fast schon auf Grundeis.
da die Bethesda-Büros Ost. Ich weiß nicht, ob es in Ost oder West ist. Also wenn wir in einem der Gebäude befindet sich die Wackelkopfpuppe. Und wenn ich mich recht entsinne, müsste es die Wackelkopfpuppe Dietrich sein. Es wie bei... Es ist halt wie bei Breath of the Wild. Die Pläne können sich ändern. Und hier ist es jetzt eine Planänderung. Und der Plan war es, nach Mainfield zu gehen. Unterwegs doch mit Abzonen, jetzt haben wir unterwegs die Ruinen von Bethesda mal per Zufall gefunden. Also werden wir jetzt um diese Ruinen mal zuerst kümmern. Ich muss aufpassen, mit Sicherheit liegen irgendwo noch Minen rum. Habt ihr gesehen, ich habe zwei ausgelöst. Die hat mich alle fast getötet. Und die eine Granate, die hat mich auch fast erwischt. Wie gefährlich dieses Pflaster ist. Naja. Auf jeden Fall können wir uns hier wieder mal gut mit Munition und sonstiges eindecken. Und vielleicht noch ein oder zwei Minen, wenn ich mal einen per Zufall sehe. Das Bethesda muss ja wirklich sehr viele Gebäude haben. Wie das aussieht. Da oben ist nichts. So, das wäre noch ein Hauptgebäude. Aber ansonsten sehe ich eigentlich in der näheren Umgebung nichts mehr. Das heißt, wir können schon mal die inneren Gebäude mal untersuchen. Mal schauen, was wir dort noch finden. Ich will mindestens eine Wackelkopfpuppe. Wer weiß, vielleicht findet man sogar noch ein bisschen Munition, weil schön wäre es. Gut. Okay, da oben war ich. Da müsste ja nichts mehr sein. Und die Sniper, die kann ich mal irgendwo registrieren lassen, weil die werden wir dann früher oder später brauchen. Sagen auf die 5. Dann nehmen wir zuerst das Ostgebäude, würde ich sagen. Nein, West. Aber ich nehme jetzt... Warte mal, dann setze ich die lieber auf die 7 und auf die 5 nehme ich das Sturmgewehr. Das wäre für mich die sichere Methode. Ich gehe jetzt mit dem Sturmgewehr ein. Komm her! Verdammt! Oh! 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 Chinesisches Offizierschwert. So. Was zur Hölle sind die wieder alle? Ach so, das eine ist ein Geschütz. Warte mal, wenn das ein Geschütz ist. Eigentlich wollte ich jetzt die Linse so treffen, damit das Geschütz nämlich rasend wird. Und dann stirbst du halt durch einen Headshot. So, kurz ein Quicksave, denn ich kann es kurz zeigen. Da, ihr den Zielchip. Wenn ihr diesen zerstört, damit nämlich
als Geschützturm nämlich rasend, dann kennt es Freund und Feind nicht mehr und greift alle gleichmaßen an. Aber damit es nicht benötigt, stellen wir lieber den Rumpf. Und Abdeckung. Nein! Aus! Bett noch. Okay, und nochmal. Jetzt ist es kaputt. Okay, das wird kein leichtes Unterfangen, wenn ich das jetzt so sehe. Alter, wo bin ich da reingeraten? Alter! Ich jetzt aber vorsichtig rumspazieren. Da recht ich tödlich. Simpacks habe ich auch fast keine mehr. Das Problem, in dem Spiel gibt es auch keine Super-Stimpacks. Also zumindest sind mir keine bekannt. Was es doch welche gibt, dann habe ich gelogen. Meines Wissens gibt es hier keine, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Also mit Dampfanzeige mal für das brauchen, aber momentan nehme ich es lieber nicht mit. Und ihr könnt mir aus der Toilette trinken, aber das Problem ist, erstens hält es zu wenig und zweitens ist die radioaktive Verstrahlung das Ganze nicht wert. Wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Spaß haben hier in den Ruinen. Schöner wäre es, falls es noch mehrere Geschütze gäbe. Wäre schön, wenn ich die umprogrammieren so könnte, dass sie wenigstens noch den Feind noch mit angreift und nicht nur den Freund. Also nicht nur mich, ne? Ich bezeichne mich als Freund, ne? Großes Buch der Wissenschaft. Gut, dann hat man schon mal Wissenschaft um 2 wieder. Okay, da drüben ist jemand. Ach so, das hätte ich hier hacken können. Das ist etwas dran, was ich noch nicht genommen habe. Das Problem ist, fast nämlich 80% des Gesamten waren nämlich mit ED am Schluss. Das kann dauern. Also wenn ich danach nicht nach eng suche, dann ist es eng, ne? Ich glaube, das Spiel will mich verarschen, oder wie? La 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 la
Lalalala, welches Wort ist es jetzt? Geht doch. Einfach rumprobieren und dann funktioniert's. Ich deaktiviere jetzt mal zur Sicherheit, falls es doch noch ein zweites gibt. Aber zwar nicht. Das hat es mir angezeigt. So. Hoffen wir mal, dass es das einzige war. Geht mal in gedockte Haltung weiter. Ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt dann gleich ein Raider um die Ecke kommt und mir einen Headshot verpasst. Ich glaube, das Gebäude ist nämlich doch gefährlicher als das andere. Dann ist er da oben. Weiß ich nicht, ob ich einen Motorrad-Benzin-Tank mitgenommen habe oder nicht. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich nein. Solange wir auch das Diagramm für die Waffe nicht haben, dann wird es mir auch nichts nützen. Das war schlau. Ich glaube, da wollte jemand seinen Whisky klaut. Das wäre der Grund, wieso er das verbieten hat. Okay. Okay, da können wir uns wenigstens heilen. Also hier kann man wenigstens auch sehr gut mit Wasser aufheilen. Spielzeugauto, das brauche ich mal für irgendwas. Wahrscheinlich ist es auch der einzige Überlebende noch. Ich zerreiß dich! Jetzt geht's! Oh, das wird wohl der letzte Überlebende gewesen sein. Zwei und repariert mal. Oh, mal wieder auf das Sturmgewehr zurück. Ich habe das größere Anrecht auf die Beute. Es gibt doch noch Überlebende. Ich dachte, ich hätte alle erwischt. Aber anscheinend gibt es doch noch ein paar Raiders. Wir sind wahrscheinlich im nächsten Stock. Okay, das wäre wahrscheinlich der Durchgang zum... Jetzt wirst du in Stücke gerissen! Okay, der hat einen Flammenwerfer. Jetzt los! Wir brauchen einen Arzt! Wir haben hier einen... So. Sofort geschwächt. Komm her! Und tschüss!
So, und den Flammenwerfer kannst du mir gerne vorbeibringen. Dankeschön. So, das Kampfmesser reparieren wir mal kurz. Den Flammenwerfer werden wir hier im Gebäude benutzen. Ich mag gerne grillierte Raiders. Wenn ihr diese auch mögt, dann like diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, dann werden wir noch den Rest dieser Ruine erkunden. Aber ich sollte lieber speichern, bevor ich das noch vergesse. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part. Tschüss.